Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Wir begrüßen heute in der Sky Lounge der DRV Mediengruppe in Frankfurt Herrn Dr. Matthias Link von PwC. Sie sind dort Rechtsanwalt und Steuerberater. Was machen Sie da genau? Ich bin da im Bereich Financial Services Tax, bin da verantwortlich im Banking Capital Markets für die Nordwestregion, also Düsseldorf, Hamburg, bisschen Frankfurt, und berate da vor allem Banken, Finanzdienstleister, Private Equity Fonds. Unser heutiges Thema, meine Damen und Herren, ist Aktuelles zu ATAT, und da sind Sie natürlich genau der richtige Gesprächspartner für. Vielleicht ganz allgemein, was versteht man denn unter ATAT? Ja, ATAT ist, wie man schon denken kann, eine Abkürzung. Das steht für Anti-Tax Avoidance Directive, auf Deutsch Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. Das sind zwei Richtlinien aus 2016 und 2017. Gegenstand ist letztlich die Vermeidung von bestimmten Steuervermeidungsstrategien. Und die Richtlinien enthalten letztlich ein Konglomerat von Maßnahmen, unter anderem, was wir in Deutschland schon kennen, die Zinsschranke, unter anderem die Hinzurechnungsbesteuerung, Wegzugsbesteuerung und insbesondere, und das ist auch in Deutschland extrem heiß diskutiert, die sogenannten Hybrid Mismatches. Hybrid Mismatches, was kann man sich denn darunter vorstellen? Das ist auch wieder so ein klassischer Anglizismus, steht für hybride Inkonkurrenz. Sagt jetzt erstmal auch nicht viel mehr. Da ist der Zuhörer nicht weiter als vorher. Es geht letztlich darum, dass aufgrund bestimmter Qualifikationskonflikte zwischen einzelnen Staaten bestimmte Instrumente oder auch Gesellschaften oder Strukturen steuerlich anders gehandhabt werden. Und das kann dann dazu führen, dass weiße Einkünfte entstehen. Um ein ganz einfaches Beispiel zu bilden, wir haben eine inländische Bank zum Beispiel, die möchte sich am Kapitalmarkt finanzieren, begibt ein Instrument. Und dieses Instrument hat jetzt Elemente sowohl von Fremdkapital als auch von Eigenkapital. Also sagen wir mal einen festen Zins, hat aber auch einen Nachrang drin, hat eine Verlustbeteiligung drin. Aus deutscher Sicht würde man sagen, das ist noch Fremdkapital und damit sind die Zinsen auch vollsteuerlich abzugsfähig. Jetzt kann es aber sein, dass ein anderes Land das anders sieht. Die sagen, oh, das hat doch eher Elemente von Equity, von Eigenkapital. Also behandeln wir das auch als ein Eigenkapitalinstrument, behandeln die Vergütung als Dividende und stellen die Steuer frei. Und das würde jetzt dazu führen, dass ich in Deutschland einen Abzug habe und im Empfängerstaat keine steuerliche Verstrickung und damit hätte ich weiße Einkünfte. Das wäre so eine Fallgruppe eines Hybrid Mismatches, den würde man dann eben nennen Deduction without Inclusion. Das müsste man dann für die beiden Staaten immer separat untersuchen, also für alle Staatenpaare, die sich da bilden können. Völlig korrekt, und das ist natürlich extrem schwierig, vor allem wenn die Überlegung ist, dass ich ja irgendeine Maßnahme dagegen greifen möchte. Die ATAT-Richtlinie sieht da vor allem eben vor, dass ich den Zinsabzug dann hier in dem Fall in Deutschland versage. Aber dazu muss ich ja in Deutschland erstmal wissen, wie mein Empfänger diese Zinsen besteuert hat. Und wenn das jetzt ein Kapitalmarktinstrument ist, dann kenne ich den vielleicht gar nicht. Und wie will ich das dann machen? Das ist natürlich in der Praxis die große Schwierigkeit. Sie sagten gerade Richtlinie, das heißt, die Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, das umzusetzen. Wie weit ist Deutschland aktuell damit? Ja, Deutschland ist leider noch gar nicht so weit. Also die Richtlinie hatte eigentlich eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Dezember 2019. Deutschland war relativ schnell mit dem ersten Entwurf. Das heißt schnell, der kam so in 2020, aber immerhin. Wir stehen leider immer noch im Stand eines Regierungsentwurfs. Und der letzte Regierungsentwurf ist jetzt vom November 2020. Die Idee war eigentlich, dass das jetzt im Januar ins Kabinett geht und dann auch entsprechend dann das Gesetzgebungsverfahren initiiert wird. Das ist nicht geschehen. Und das ist die Frage, wie geht es weiter? Momentan sagen die Gerüchte, vor der Bundestagswahl wird das wohl nichts mehr. Das heißt, bis es tatsächlich zu einer Umsetzung in Deutschland kommt, wird mindestens der Herbst 2021 erreicht sein. Und damit sind wir natürlich deutlich über die Umsetzungsfrist hinaus. Das ist natürlich ein sehr politisches Thema, denn diese weißen Einkünfte, die werden ja im Zweifelsfall diejenigen versuchen zu erzielen, die groß sind und die über die Grenze tätig sind. Das ist ja kein Gestaltungsmodell für den Bäcker an der Ecke. Naja, das kann schon theoretisch der Fall sein, wenn ich mich beispielsweise über eine Mittelstandsanleihe finanziere. Also auch da ist es unter Umständen möglich. Diese Strukturen sind auch so vielschichtig, da gibt es Konzepte wie den sogenannten Imported Mismatch. Also es ist beispielsweise ein Fall, ich habe eine Anleihe begeben, mein unmittelbarer Empfänger versteuert die Zinsen voll als Zinsen, aber der refinanziert sich und dessen Empfänger einer Vergütung behandelt das als steuerfrei. Auch das führt dann dazu, dass ich in Deutschland den Zinsabzug nicht habe. Also das kann schon weitreichende Implikationen haben und davon ist nicht nur die Großindustrie, auch die Bankenlandschaft betroffen, sondern auch sehr, sehr viele Mittelständler. Was ist denn Mandanten jetzt konkret zu raten, die sich in einer Situation befinden und sich zwischen verschiedenen Arten von Finanzierung entscheiden müssen? Also immerhin ist es ja so, dass eine Abzugsfähigkeit von Zinsen immer natürlich besser ist, als wenn ich ein Eigenkapitalinstrument habe und gar keinen Abzug geltend machen kann. Wir haben momentan
immerhin eine positive Situation dadurch, dass ein Entwurf eines Gesetzes vorliegt und Deutschland hat die Richtlinie sehr eng am Richtlinientext umgesetzt. Also die Regierung will hier kein sogenanntes Goldplating betreiben, dass man sagt, man verbessert es im Sinne des Fiskus, sondern man orientiert sich relativ eng an der Richtlinie. Das heißt, man weiß im Zweifel schon, welche Instrumente kritisch sein können. Im Konzernverbund kann man das auch heute schon feststellen, denn da kenne ich ja meine Pappenheimer. Ich weiß ja, wer meine Vergütung empfängt. Das Problem sind eher die Kapitalmarktinstrumente, wo ich es nicht weiß. Und da ist auch momentan die Schwierigkeit. Das Problem ist halt, dass auch der Gesetzentwurf derzeit eine Rückwirkung vorsieht. Der Gesetzentwurf sagt, das gilt jetzt schon auch für Vergütungen ab 01.01.2020. Und jetzt hat man natürlich das Problem, dass die Bilanzen eigentlich so langsam zugemacht werden müssen. Und man jetzt vor der großen Frage steht, ja, behandle ich das jetzt als nicht abzugsfähig oder behandle ich es noch als abzugsfähig? Muss ich da Risikovorsorge treffen? Wir haben da eher einen etwas konservativen, vorsichtigeren Ansatz. Einige Kunden finden das natürlich nicht so witzig und sagen, also warum soll ich hier etwas nicht in Abzug bringen, was ich eigentlich in Abzug bringen dürfte? Aber das ist momentan die große Schwierigkeit und unsere Hoffnung, unser Petitum ist halt auch, dass das Gesetz keine rückwirkende Anwendung findet, was meines Erachtens auch ziemlich klar ein Verfassungsverstoß wäre. Und dann hätten wir die Regelung sowieso erst ab 01.01.2021 frühestens und dann wäre das Ganze schon wieder praktikabler. Und dann wäre ja auch Voraussetzung, dass also nach den Wahlen im September das Gesetzgebungsverfahren dann zu Ende geht, wenn es vor der Wahl nicht kommt. Wenn man sich überlegt, wie in den letzten Jahren die Koalitionsverhandlungen angedauert haben, ist das selbst das ja nicht sicher. Das heißt, wenn man jetzt 2022 erst dazu kommen würde mit der Umsetzung, Sie haben ja das Stichwort angesprochen, unechte Rückwirkung, würde das für 2022 erstmals gelten. Korrekt. Und also der politische Wille, diesen Teil des ATAD-Umsetzungsgesetzes umzusetzen, ist eigentlich da. Nur da sind natürlich auch momentan noch andere Reformvorschläge drin, insbesondere zum Außensteuergesetz, also ASTG-Reform. Möglicherweise kann es sein, dass eben dieser Hybrid-Mismatch-Bereich abgekoppelt wird. Da ist momentan die politische Diskussion eigentlich gar nicht so vorhanden. Da besteht eigentlich weitgehend Einigkeit. Ja, danke schön. Das war ein interessanter fachlicher Einblick in Ihre Arbeit. Sie lesen viel aufgrund Ihres Berufes. Deswegen meine abschließende Frage, was haben Sie denn als letztes nicht fachliches Buch gelesen? Ich lese privat eigentlich gern entweder Krimis oder Historienbücher. Also das kann entweder Historienromane sein oder auch wirklich schlicht Geschichtsbücher, weil ich sehr geschichtsinteressiert bin. Momentan habe ich auf dem Nachttisch liegen ein Buch, das heißt Die drei Schwestern. Das ist ein Roman einer Autorin Yang Zhang, die ist aus China. Und die beschreibt das Leben von drei Schwestern der Familie Song. Sagte mir am Anfang auch überhaupt nichts. Die Songs sind im Prinzip die Kennedys von China. Das ist eine Familie, die unwahrscheinlich einflussreich war Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Lebensgeschichte dieser drei Schwestern wird beschrieben. Und das Spannende ist, dass diese drei Schwestern völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Die eine hat einen Banker und späteren Finanzminister geheiratet. Die andere, die nannte man die rote Schwester, die war nachher Stellvertreterin von Mao Zedong in der Partei. Und die dritte hat den Chiang Kai-shek geheiratet, der dann nach Taiwan gegangen ist. Und dieses Buch verknüpft eigentlich das Leben dieser drei Schwestern mit den politischen und sozialen Gegebenheiten in China Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zwar nicht nur in China, sondern in ganz Asien. Und man kriegt da mal einen Einblick, wie das damals so war, wie damals auch schon Beziehungen zu den USA, zu Großbritannien waren, Handelsbeziehungen, politische Beziehungen, was man hier so gar nicht auf dem Radar hat. Und ich finde dieses Buch unwahrscheinlich faszinierend. Das hat mich jetzt die letzte Zeit abends dann doch etwas länger wach gehalten. Das kann ich gut nachvollziehen. Danke, Herr Dr. Link, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen. Herzlichen Dank, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, für Ihr Interesse an einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute zum Thema Aktuelles zum ATAD. Bei uns zu Gast war Herr Dr. Matthias Link, Rechtsanwalt, Steuerberater bei PwC.